Also ihr macht hier gemeinsame Demo hier mal Deutsch, Tschechisch, Polnisch. Und Österreichisch und Slowakisch. Ja. Kannst du meinen eigenen Satz sagen, warum, wie kamst du dieser Idee, dass man hier so eine Grenzland-Demo? Ja, die Idee kam daher, dass, weil wir das Problem ja nicht nur in Deutschland haben, sondern momentan ja ganz Europa vor dem Problem steht oder vor der Gefahr steht, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Und die Menschen natürlich in allen Ländern, eben auch in Polen, in der Slowakei, in Tschechien, in Österreich und in Deutschland dagegen aufbegehren, also das nicht möchten. Wir wünschen uns alle eine friedliche Zukunft ohne Krieg. Wir möchten, keiner von uns möchte, dass unsere Kinder jemals erfahren müssen, was Krieg ist. Und deswegen war die Idee zu sagen, okay, wenn es diesen Protest in allen Ländern gibt, warum demonstrieren wir dann nicht alle mal gemeinsam? Und dann haben wir im letzten halben Jahr die Kontakte aufgebaut zu den anderen Ländern und gesagt, okay, jetzt alle gemeinsam. Und weil es die drei Initiatoren waren quasi aus den drei Ländern Polen, Tschechei und Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir es hier am Dreiländereck zwischen diesen drei Ländern. 100.000 haben wir jetzt hier am Platz. Wie viele Leute wartet ihr heute? Ich hoffe, dass wir so in der Größenordnung 3.000 bis 5.000 Menschen erwarten dürfen. Alles, was mehr ist, wäre natürlich schön. Und das Wetter spielt ja auch mit. Und von daher, das wäre so eine realistische Erwartung, denke ich. Was hat die polnische Polizei da hinten für einen Truck aufgefahren? Ja, die wollen das hier überwachen, weil die von polnischer Seite starken Gegenprotest erwarten. Tatsächlich. Und deswegen gab es auch da schon viel Vorbereitung mit der polnischen Polizei, also Kooperationsgespräche mit der Polizei, mehrere schon, damit die uns entsprechend hier schützen können und falls der erwartete Gegenprotest von polnischer Seite dort kommt, dass die uns hier entsprechend, also dass die gewähren können, dass diese, unsere Demo hier sicher abläuft. Achso, die erwarten da irgendeine Antifa oder was gibt's? Sowas in der Art, ja. Tatsächlich. Ähnlich wie in Deutschland gibt es dort Kriegstreiber, auch, also auch in Polen Kriegstreiber, die denken, mit mehr Waffen könnte man diesen Krieg beenden und Putin vernichten oder was auch immer. Habt ihr die schon mal getroffen? Nein, noch nicht. Und ich hoffe, das wird nicht ausgerechnet heute hier passieren. Gerne mal in einem ruhigen Moment, wo man dann in Ruhe auch miteinander reden kann. Generell nur zum Thema Frieden schaffen, ohne Waffen, Stellvertreterkrieg. Was kann man da zu der Thematik sagen? Ja, das ist natürlich ein Krieg, den hier die USA und NATO auf ukrainischem Boden gegen Russland austrägt. Beziehungsweise Russland gegen die NATO, wie rum jetzt auch immer. Auf jeden Fall ist es nicht unser Krieg. Wir müssen dafür nur bluten, wir sollen Waffen liefern, wir sollen entsprechend hier, im schlimmsten Fall werden wir ja noch hineingezogen. Und wir müssen aber hier klar ein Zeichen dafür setzen, dass es Frieden nur gemeinsam in Europa geben kann, zusammen mit Russland. Russland gehört zu Europa, ob wir das wollen oder nicht. Wir können nur über Diplomatie hier Frieden erzielen, wenn wir uns alle wieder gemeinsam an einen Tisch setzen und eine Sicherheitspolitik für Europa, für uns machen und nicht für die USA. Bitte. Ich weiß, vor ein paar Wochen, ich war jetzt auch schon mal aktiv in der Corona, sag ich schon. Ja. So. Nennt sich Mahnwache. Mahnwache Bautzen. Wie viele sind in Bautzen unterwegs? Ja, an die 1000 immer. Nur so viele? Ja. Es ist mal 800 bis 1000 so in dem Bereich. Noch 400, Leipzig ist einmal nicht mehr so viel los. Also wie wichtig ist es jetzt praktisch, jetzt heute so ein deutsch-tschechisches, polnisches Zeichen zu setzen hier am Dreiländereck? Ganz wichtig. International eigentlich. Es sollen ja Slowaken mit herkommen und Österreicher wollen hier auch sein. Und Russen? Keine Ahnung, hoffentlich. Also in eigenen Worten, um was geht es hier? Frieden schaffen ohne Waffen oder was ist Ihre Meinung? So in eigenen Worten. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung hauptsächlich. Untereinander in den Gefolgschaften, sag ich mal, Polen, Tschechei, Deutschland. Und wie ist dieser Krieg in der Ukraine? Sie haben ja gerade eine schöne Aussage gesagt in der Richtung. Stellvertreterkrieg. Zwischen USA und Russland. Das ist ein eigener Satz einmal, sag nochmal. Es ist ein Stellvertreterkrieg, der Ukraine-Krieg, vorbereitet beim Medan, schon vorher mit Tausenden von Dollar, wo die Ukrainer ja, schändlichst benutzt werden und lassen sich benutzen. Eine faschistische Regierung, die sich weit erinnert an die Nazi-Zeit, an die deutsche Nazi-Zeit, wo sie kollabiert worden mit Faschisten. Das ist das Schlimmste an der Sache. Und dass es auch in ihrem nationalen Bewusstsein kein richtiges gibt, da sie auch, sag ich mal, ihre Minderheit, die Russen, dort massiv bedrängen und ja, missbrauchen auch. Das ist das Thema in der Ukraine. Können wir das schaffen praktisch?
beeint die Politik, Habeck, Baerbock oder irgendwie zu beeinflussen, dass die umdenken oder was kann man machen? Ja, es liegt an der Masse der Menschen, die aufwachen müssen. Die erkennen müssen, die hinterfragen müssen, was die Ursachen sind. So. Das sind unsere Auffassungen. So. Und es sind eigentlich nur Diener dieser Globalisten. So. Und das sind Globalisten in dem Sinne Geheimbunde. Der Geheimbund, ja, der sich in den USA stabilisiert hat mit dem Geld, was sie, sag ich mal, den Massen abpressen, das ist das Problem. Und ja, der tschechische Kamerad hat mir erst gesagt, dass 30% der Polen das nicht wollen. Ja. Aber die Polen sagen, Krieg beenden, keine Waffen liefern, aber lieber, dass man mehr für die Renten hat, mehr fürs eigene Volk. Naja, Deutschland ist das ist das Thema hier. Das ist das Thema hier. Hier, nee, das untersteht, das hier. Ne? Frieden schaffen, ohne Waffen. Ne? Das hat man zu DDR-Zeiten den Slogan gegeben, Flugscharen. Andersrum. Oder, ja, genau, andersrum. Waffen zu Flugscharen. Schwerter zu Flugscharen. Oh, Schwerter, so war das. Hast du Gott, Schwerter zu. Genau das war das Thema. Das hat man auch bekämpft. Aber man damals auch sich eingebildet hat, ja, mit Waffen kann man manches lesen. Kann man, aber man macht die nächsten Konflikte mit Waffen. Dass man das Licht weg drauf fährt und die Flagge und die Fahne. Ja. So, diese Aussage gerade, so in dem einen Satz, das war gerade. Ich finde es sehr wichtig, dass diese Sache hier organisiert wird für den Frieden zwischen Polen, Deutschen und Tschechen. Und Deutschen. Das finde ich sehr wichtig und nötig für unsere Ebene im Volk. Halt mit Polen und Deutschland und Tschechien, das hat der Massens auch schon mal so ein gewisses Schwert oder was über den seitens der Politik über den Köpfen schon, aber dass sich die Menschen halt. Ja, dass wir uns einig sind auf der unteren Ebene, im Volk sozusagen miteinander gegen diese Globalisierung uns zur Wehr setzen. Das ist unser Anliegen hier mit diesen Treffen. Und es sollen ja Slowaken herkommen. Und Österreicher wollen wohl auch hier daran teilnehmen heute. Und Russen. Russen. Sie sind auf der Liste drauf. Ach so. Ja, ich habe auf der Liste gesehen. Okay. Also, wie wichtig ist es hier auf so eine Demo heute zu gehen? Hier so drei Länder-Thema, Deutschland. Ist das sehr wichtig, dass wir müssen nicht zusammengehen, wie finden. Weil alles, was jetzt in letztes Jahr passiert, das soll nicht passieren würden. Weil, und wir sind Gruppe Kameraden, wir sind polnische, wir kämpfen über das alles, was jetzt gerade passiert. Kannst du das Gleiche auch nochmal so in Polnisch sagen? Wir sagen die Redaktion dann auch noch im internationalen Bereich vielleicht. Dobrze. Okay, jetzt. Nazywam się Dorota Simon. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać wam, że nie godzimy się na to, co się w Polsce i w świecie dzieje. I nie godzimy się na to i prosimy was bardzo, żebyście otworzyli oczy i posłuchali polityków tak naprawdę, co oni mówią. My jesteśmy grupa kamradzka, kochamy Polskę i to nie jest nasza wojna. Kann ich noch dazu sagen, das ist unser Schild? Nein, sicher schon, das ist das Logo. Wir sind polnische Patrioten. Das wollte ich dazu sagen. Ja, das kann man auch nochmal sagen auf Deutsch. Was seid ihr? Wir sind polnische Patrioten. Wir lieben unser Land. Wir kennen Kommunismus. Moment nochmal, das ist die Fahne wieder im Bild gewesen. Okay, nochmal. Mit den Patrioten. Ihr seid? Wir sind patriotische, polnische Patrioten. Wir haben nichts gegen andere Länder. Wir haben keine gegen schwarze Leute, gegen weiße. Wir sind alle zusammen, sind hier Deutsche. In Polen sind ganz viele auch schwarze Leute. Wir haben nichts dagegen. Echt, wir haben nichts dagegen. Glaubt uns. Wir sind nur Patrioten. Wir in Polen, wir haben jetzt sehr schwierige Zeit. Wir verdienen weniger, aber zahlen genauso alles wie in Deutschland. Ja, okay. Danke. Okay. Danke. Auf so ein Demo, so ein Grenzthema und so ein Länder, Arbeit, da, so wie ich habe gelesen, da geht es ja um Frieden
stoppen die Lieferung von Waffen nach der Ukraine und das Geld verwenden hier für, in Polen für die Kinder, für die Rentner. Wie sieht es denn mit den Rentnern in Polen aus? Haben die Renten in Polen weniger als woanders? Oder? Ja, no, also die Rente in Polen beträgt so ca. 1.800 Zloty. Zusätzlich kommen ja noch, gibt es ja noch der Stadt Zuschüsse, Sonderzahlungen. Also Sie sagen praktisch halt, man soll lieber nicht die ganzen Waffen von Polen in die Ukraine so ist es. Stecken, so ist es. Begrenzen die Kontakte. Kein Korn, kein Hafer, keine Milch, keine Eier aus der Ukraine, nichts. So ist das.